Das können wir schon. Oh, nein, nein! Bilder strecken, sie betäubt ihre Sinne. Bis zum Limit, Limit, Limit. 63 S-Klasse, ich frage. Finanziert durch Flex auf der Waage. Was geht ab, Elite? Ansgar ist hier. Und willkommen zum Finale von Super Mario 3D Epic Fail. Nein, Spaß, aber es ist wirklich das Finale von Super Mario 3D Land. Also, so halb zumindest. Ich schnacke nicht lange rum, ich gehe direkt ins Level rein. Aber wir werden heute Bowser genüsslich sein kleines Arschloch polieren. Na, das wäre noch zu freundlich. Wir werden es penetrieren. So ein bisschen für die Werbefreundlichkeit. Mal gucken, ob es funktioniert. Weil ich damit auf Anfang tatsächlich noch nie groß Probleme hatte. Ich bin einfach family friendly, so von oben bis unten. Ja, also ich will den Fokus der heutigen Folge ein bisschen mehr aufs Gameplay lenken, damit wir den Bossfight in vollsten Zügen genießen können. Ach, mal ist Mini-Plattform aufpassen. Und entsprechend habe ich mir heute nur ein kleines Mini-Thema rausgesucht, was wir jetzt im letzten Level, bevor, ich meine, die beiden Bowser-Level kommen, kurz abhandeln werden. Zwei kleine Kommentare dazu, die eigentlich nur eine Nachfrage waren, aber ich nehme die jetzt trotzdem als Thema, um vielleicht auch so einen kleinen Hilferuf zu starten. Einmal von MyTablet und die Mini-Lags sind auch wieder mit dabei. Ja! Und einmal von Backtricks ist das Video nun bei mir ein bisschen laggy, also an ein paar Stellen. Ja! Und das Ganze ist ja gefühlt über die Zeit schon so zu einem kleinen Meme geworden. Ihr könnt euch auch sehr gerne drüber lustig machen. Ist ja alles witzig, ist ja alles cool. Dennoch würde ich das gerne wegbekommen, denn ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hatte das sowohl auf meinem alten Rechner als auch auf meinem Rechner jetzt. Damals dachte ich mir vielleicht, okay, der PC wird halt einfach scheiße sein und dem Ganzen nicht standhalten. Was die Leistung angeht, wenn halt eine Aufnahme läuft und gleichzeitig halt irgendwie ein Spiel abgespielt werden muss, sei es jetzt über den Rechner an sich als eine PC-Software oder über eine Capture-Card oder so weiter. Aber irgendwie, ich habe sie ja immer noch und um vielleicht ein bisschen meine Specs zu nennen, ich habe die nochmal konkreter beschrieben, damals in 3D Land Folge 8 war es, glaube ich. Oh Gott, jetzt erstmal. Hesse Penne. Komme ich denn jetzt hoch? Ah ja, gar kein Stress. Damit haben wir die 3 Starcoins. Muss ich noch gucken, dass ich irgendwie die goldene Flagge vielleicht im ersten Anlauf bekomme. Konkret habe ich meinen PC, wie gesagt, in 3D Land Folge 8 beschrieben. Alles, was sich seither geändert hat, ist im Endeffekt, dass ich jetzt statt meiner damaligen 1050 Ti als Grafikkarte eine Nvidia RTX... Oh Gott! Ha! Komm raus, Monty. Boots. Sag jetzt nicht, ich hätte den gebraucht als Sprungbrett. Ich hoffe nicht. Fuck, egal, die hole ich nochmal dann irgendwie gleich nach oder so. Aber ich habe seither eine RTX 2060, super. Vielleicht um kurz zusammenzufassen, einen Ryzen 5, der Rest ist eigentlich nicht groß wichtig. 16 GB DDR4 RAM, ich glaube 3000 mAh. Aber wie gesagt, wer es konkreter wissen will, checkt einfach das Video von damals aus. Ich frage mich, woran es liegt. Ja, gar kein Problem für mich. Ganz kurz noch zur Ergänzung. Also ich nehme auf und streame normal mit OBS Studio. Ich habe auch schon beide Encoder probiert, also über die Grafikkarte und Dingens. Falls irgendwer Ideen hat, Tipps hat, sich vielleicht ein bisschen besser mit der Materie auskennt, gerne eure Tipps in die Kommentare. Ich bin offen für alles und würde mich sehr darüber freuen, einfach um die Videos und Streams halt künftig ohne diese Mini-Ruckler zu haben. Weil das ist irgendwie wirklich nur alle 2 Minuten und einmal eine Minute so ein kurzes Standbild. Aber ich weiß nicht, woher das kommt und warum und wie und wo. Und ja, bitte in die Kommentare. Jetzt geht's allerdings zur Sache. Welt 8 Bowser. Wir brauchen 90 Münzen, also Starcoins, um das Level freizuschalten. Die haben wir natürlich, weil wir bisher alles gesammelt haben. Jede goldene Flagge, jede Sternmünze. Und damit würde ich sagen, sind wir so gut wie es geht, gewappnet für den Bowser-Fight. Ich bin tatsächlich ein bisschen beeindruckt von mir, dass ich ein Spiel tatsächlich 100% durchspiele bisher, aber in Ordnung. Und let's go, das Häschen. Ich habe das Level noch ganz, ganz grob irgendwo im Hinterkopf abgespeichert. Ich glaube, dass ich das letzte Mal gespielt habe, ist mittlerweile 8 Jahre her. Generell ist mir mal so vor kurzem klar geworden, das Spiel ist aus 2011. Das ist 9 Jahre am Markt. Generell, der 3DS ist 9 Jahre am Markt. Das finde ich irgendwie, kommt mir absolut nicht so lange vor. Aber wenn du überlegst, so Sachen wie die Switch, die sind auch schon seit Ewigkeiten draußen. Och man, warum lasse ich mich denn so treffen? Come on. Skilltendo LP ist wieder am Start. So, wenigstens, komm, verbrenn jetzt hier wenigstens nicht den Arsch. Einmal kurz hier runter, damit ich die Starcoin hier bekomme. Und aufmerksam bzw. vorsichtig sein, dass ich nichts verpasse auf der einen Seite und auch nicht dumm sterbe. Ist hier irgendwas auf der Seite? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und wo ich gerade da so diese Feuerschranke oder wie auch immer man die genannt hat, sehe. Kann man hier hoch?
War da was? Nee, anscheinend nicht. Das erinnert mich sofort wieder an Animal Crossing New Leaf, wo es damals auch immer diese ganzen Mario-Items gab. Generell, ich mag den 3DS. Ich fand, die 3DS-Zeit war eine coole, es gab coole Spiele. Ich weiß gar nicht, ob der 3DS nicht sogar vielleicht die Konsole ist, mit der ich am meisten Zeit in meinem Leben verbracht habe. Gerade eben durch dieses Portable-mäßige, wenn man Freunde besucht hat, das war schon ziemlich cool. Oh, ich erinnere mich an die StarCon hier. Fuck. Aber ich... Oh nein. Ich habe ja keine Boomerang-Flower kommen. Das muss auch so funktionieren. Ah! Okay, die StarCon habe ich. Jetzt muss ich nur noch irgendwie überleben. Gegen die Freaks hier. Oh, bitte. Jetzt ist es voll unfair. 2 gegen 1 und ihr habt Boomerangs. Okay, einen habe ich schon mal. Der letzte. Come on. Come on. Das können wir schaffen. Oh, nein, nein. Ich hab dich. Jetzt kommt der Boomerang zurück. Alter. Durchatmen, durchstarten. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich die hätte besiegen. Oh Gott, das sind schon 2 von denen. Ha. Ob ich die beiden hier besiegen hätte müssen, haben sein... tun. Oh Gott, ich bin so vorsichtig gerade, weil ich weiß nicht, ob das Item nicht vielleicht noch ganz praktisch sein könnte. Okay. Letztes StarCoin fehlt uns noch. Wäre halt peinlich, wenn ich dann jetzt natürlich gerade die goldene Flagge verkacke. Aber der ist er. Der Star des heutigen Abends. Naja, dir geht es jetzt, den Arsch zu versohlen. Ja, komm, du kannst noch so krass Feuer speien, wie du willst. Ich hole mir meine PHBH zurück. Mit gar keinem Stress. Mit gar keinem Reden so. Oh Gott, wie komme ich denn daran? Geht das mit der Dingensflower? Jawohl! Haha! Bro, würdest du mal bitte aufhören? So, ich ist draußen warm genug. Ich brauche nicht durch deine Feuerschrank hier durchlaufen. Oh nein. Heiße Penne! Okay, das habe ich soweit geschafft. Und hier sind wir auch durch. Perfekt. Macht der. Ja, genau, der hat immer so Druckwellen gemacht. Oh Gott, das ist schon so lange her, dass ich gegen dich Bruder, nein, oh Gott, damit. Ich hoffe, ich bekomme noch ein Item, aber ich glaube, ich bekomme noch Items. Okay, okay. Einfach immer mit der Ruhe. Einfach immer mit der Ruhe. Dann kann mir erstmal nichts passieren. Das Problem ist, dass seine Feuerbälle extrem groß sind. Das heißt, die haben einen ziemlich weiten Gehradius. Es ist. Mann, hör doch auf! Oh Gott, warum? Roundhouse Kick? Okay, Bro. Ah! Er macht. Digga! Ah! Okay, jetzt. Nein, nein. Oh, spring doch nicht in die Druckwelle. Oh, come on. Jetzt seht ihr noch diese Scheißdinger. Ich bin klein. Wenn ich das schaffe, kriege ich von euren Müttern einen Blowjob. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche Liebe. Ah, Sepenne, 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 Sepenne. Es lief so gut. Und dann sterbe ich so. Naja. Auf ein neues Willkommen zum Finale von Super Mario Star. Leck mich, Bowser. Mann, was war das denn für ein Tod? Der war doch sowas von 10 von 10 unnötig. Aber ey, das ist die Qualitätsunterhaltung, die ihr nur bei mir bekommt. Und droppt da wieder oder war es diesmal wirklich? Nee, diesmal droppt kein Goomba oder Koopa oder sonst irgendwas hoch. Diesmal war da ein Todessymbol. Hä? War es das etwa schon? Peach, komm her. Ich hab dich befreit. Peach? Wo bist du? Naja, die wird sich wohl selber befreit haben und ist hier dann nach oben gelaufen. Ich bekomme Mario 64 Flashbacks. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich so gar nicht gut an. In der schlechten 3DS-Grafik erkennt man es kaum. Aber es ist nur ein Pappaufsteller. So aus Holz. Da ist Peach. Boah, ich weiß noch, wie damals das Adrenalin in mir hochging, als ich diese Szene hier das erste Mal gesehen habe. Du willst eine Peach? Fick dich, Mario. Du kennst doch das Spiel. Erst muss ich zu einem Giga-Bowser werden. Wird er das überhaupt noch? Ich glaube schon, oder? Erfahren Sie es in der nächsten Folge, denn ich bin der Master der Cliffhanger. Späßle, dafür haben wir die Folge heute. Ja, also das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mit dem Projekt. War nett mit euch. Wir konnten Peach leider nicht retten. Yeah! Späßle! Zweite Bossphase? Oder bringe ich gerade was durcheinander? Zumindest goldene Fahne, wenn es danach geht. Moment, bin ich der Idiot? In der Tat. Ah,
gab eine zweite Hälfte. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich würde sagen, das Level hier machen wir noch, damit wir genug Vorschub für die nächste Folge haben. Okay, ein zweigeteiltes Finale in dem Sinne. Und so startet man perfekt ins zweigeteilte Finale. SFN, ich bin Profi. Ist doch lächerlich. Es ist lächerlich. Es ist... Lass die Plattform gefälligst wieder hoch... kommen! Ah. Ah. Holy shit. Oh mein Gott, doch. Ich erinnere mich an das Drehding hier. Wo man jetzt immer so drauf balancieren musste. Ah. Okay. Ja, damit... wenn wir in der nächsten Folge dann auch noch, beziehungsweise dann anscheinend erst so richtig Spaß mit Bowser haben. Oh mein Gott, an diese Schraube, ich erinnere mich. Warte mal, gab's hier noch was in die andere Richtung? Die steht hier so auffällig mittig, die Schraube. So als ob man... Ah ja, guck mal. Nicht mit mir, mein Freund. Du denkst, die Pfeile würden mich ablenken hier, Kamek? Oh, sorry. Habe ich dich etwa gerade nicht Magikoopa genannt? Denn Kamek ist ja nur der oberste Magikoopa. Ihr müsst ja auf eure offiziellen Fachbegriffe hören, Leute. Oh mein Gott, ich wäre da fast gegen gesprungen. Dafür, dass da mal wieder nichts ist, ich könnte abkotzen. So, lass mich einfach vorbei, Bro. Was ist das denn hier? Oh Gott, jetzt muss ich auf so einem eckigen Ding balancieren. Ist das dein fucking Ernst? Das fucking Klavier, Leute. Ich denke, das dürfte sogar schon reichen, um hier... rüber zu... Oh, mach man! Du warst nicht mein Kamek, du warst nur so ein kleiner, unbedeutender Drache. Geh wieder zurück auf die Insel mit zwei Bergen, Frau Malzahn. Ehre, wer Jim Knopf früher gesehen hat. Ich scheiß einfach mal auf die paar Sekunden, die ich da bekommen würde. Die sind es mir nicht wert, dass ich da jetzt straight up in den Feuerstrahl jumpe. Bitte schnell weg hier. Oh mein Gott, mir brennt das Arschloch. Das nicht, weil ich gestern Hot Wings gegessen habe. Habe ich nicht. Okay, ich muss in die Richtung laufen, um hier hochzukommen. Ich muss sagen, also, Mann, ich bin kleiner Mario, ich habe hier echt so ein ganz klein wenig Panik. Okay. Oh Gott! Oh, Motherfucker! Oh, Motherfucker! Oh, und ich sehe gerade die erste... Oh Gott! Die Extrazeit, dann sollte es mir wert sein, denn darunter versteckt sich eine Starcoin, die ich mir selbstverständlich nicht entgehen lassen. Ich bin schon wieder klein, mir brennt im wahrsten Sinne des Wortes immer noch der Arsch. Ich habe Panik, ich will zu meiner Mama. Jetzt. Okay, der kann mir nichts. Hier unten bin ich soweit erstmal safe. Da muss auch wieder ein bisschen Zeit, das heißt, um die brauche ich mir keine Gedanken machen. Ich muss nur hier aufpassen. Diese größere Drehröhre hier finde ich echt ziemlich eklig, ziemlich brutal, Leute. Jetzt kommt da... Oh Gott! Dieses fucking Klavier, Leute. Ich liebe das Phrase. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Okay, beide vernichtet. Ebenfalls. Das Brutalste, was man mit Mario kennt. What the fuck? Nein, nein. Och, Motherquacker. Gib mir die Starcoin. Gib mir einfach die Starcoin. Und jetzt dreh dich weiter, sodass ich da einfach in das Loch reinhüpfen kann. Ich hab nämlich alle. Jetzt lass mich bitte ans Levelende. Wenn ich jetzt hier nochmal drauf gehe. Ich bitte dich, Mario. Ich hoffe, du hast genug Pasta gefressen, XD. Ah! Jawoll! Bots, Alter, dafür schon mal 500 Likes auf diesem Video. Yeah! Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, auch wenn es ein wenig Gameplay-bezogener war, dieses Mal. Wir hatten ein kleines Thema am Anfang. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht ein Mini-Thema auch wieder für die nächste Folge finde, was wir so... Oder? Nee, guck mal, das ist das einzige Level hier anscheinend. Ja, vergiss nicht, eine Pause einzulegen. Halt dein Maul. Okay, nein, wir kommen hier direkt ins Endlevel, wo wir die 100 Starcoins brauchen. Wir haben aber nach wie vor alle. Das heißt, in der nächsten Folge wartet auf uns wirklich das grande Finale. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, den Daumen nach oben drücken, um das Finale nicht zu verpassen. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr kennt das Spielchen. Und damit hoffe ich, dass wir Bowser den Arsch versohlen. Diesmal wirklich in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Haut rein, Friends. Ciao. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute.